schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal keine Torte, sondern wir machen eine Biskuitrolle und zwar eine Tiramisu-Rolle. Viel Spaß! Für die Biskuitrolle brauchen wir 4 ganze Eier, ein Eigelb, Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, einen Esslöffel Amaretto-Sirup oder ein paar Tropfen Bittermandelöl, Aroma, 80 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Los geht's! Wir geben die 4 Eier inklusive das Eigelb in eine Schüssel. Und das schlagen wir kurz auf. Da lassen wir dann den Zucker hineinrieseln. Jetzt kommt auch schon das Bittermandelaroma dazu. Und der Vanillezucker. Und dann schlagen wir das Ganze so lange, bis sich die Masse verdoppelt. So ist genau perfekt. Ja, dann brauchen wir ein Sieb. Da kommt das Mehl hinein und das Backpulver. Das sieben wir über die Eiermasse. Und dann heben wir das Ganze vorsichtig unter. Und wir heben das so lange unter, bis eben diese, ich sage immer, Mehlblasen verschwinden. Also es sollte kein Mehl mehr nach oben kommen. Also richtig schön unterheben. Dann brauchen wir ein Backblech, das belegt ist mit Backpapier. Ich habe mit dem Backpapier auf der Seite mir einen Rand gefaltet, damit der Teig nicht so am Backblech kleben bleibt. Da kommt unser Teig hinein und den verstreichen wir dann gleichmäßig. Das geht am besten mit einer Winkelpalette, da kann man es richtig schön auf dem Backblech verstreichen. Schaut, dass es ziemlich gleich hoch ist, damit der Kuchen beim Backen auch wirklich nicht uneben hoch geht, also dass er schön gleichmäßig hoch geht. Dann geben wir das Blech für gute 25 Minuten bei 160 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Perfekt! Ihr braucht jetzt ein Geschirrtuch. Ich habe meins ein kleines bisschen angefeuchtet, denn auf dieses Geschirrtuch müssen wir den Boden stürzen. Aber bevor wir das machen, habe ich das Geschirrtuch noch mit Zucker bestreut. Also das hilft einfach, das dient einfach dazu, dass der Biskuitboden nicht kleben bleibt, also dass man dann leicht wieder runter bekommt. So, und jetzt geht es ans Stürzen, geht ganz einfach. Einfach unseren Boden nehmen, inklusive Backpapier und auf das Geschirrtuch stützen, sodass das Backpapier oben ist. Und dann vorsichtig das Backpapier vom Boden lösen. Wenn ihr ein bisschen von der Seite was einreißt, das ist nicht so schlimm, das ist mir auch passiert. Der Rand wird dann eh weggeschnitten. Und so sieht er dann aus. Also der war richtig schön fluffig und weich. Der war weich. So, jetzt müssen wir die Rolle im warmen Zustand einrollen. Und das geht ganz einfach, das seht ihr hier jetzt. Einfach inklusive dem Geschirrtuch einrollen. Und so darf er jetzt auskühlen. Also die Biskuitrolle soll komplett auskühlen. Ja, jetzt geht's weiter. Das ist jetzt die Tränke vom Biskuitboden. Und zwar habe ich hier einen richtigen Amaretto, davon braucht ihr 50 Milliliter. Oder wenn ihr es nicht mit Alkohol wollt, es gibt eine alkoholfreie Variante und zwar mit diesem Amaretto-Sirup. Dann braucht ihr noch 50 Milliliter kalten Espresso. Und dann mischen wir uns die Tränke zusammen. Also einfach nur den Amaretto in den Kaffee schütten oder wie gesagt eben das Sirup. Ein bisschen verrühren und dann erstmal zur Seite stellen.
denn jetzt geht es weiter mit der Creme. Für die Creme brauchen wir 200 ml Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, zwei Päckchen Sahnesteif, die müssen wir aber aufteilen. 500 Gramm Mascarpone, 30 ml kalter Espresso und 30 ml Amaretto oder 10 ml Amaretto Sirup und dann noch 50 Gramm Zucker. Ja, los geht's. Als erstes müssen wir die Sahne steif schlagen. Dafür geben wir die Sahne in eine Schüssel. Schlagen sie kurz auf. Und da kommt dann der Vanillezucker und ein Päckchen Sahne steif dazu. Und dann schlagen wir die Sahne steif. Wenn die Sahne am Schneebesen oder am Rührbesen hängen bleibt, ist sie perfekt. Also das passt vollkommen. Ja, weiter geht's. Wir geben die Mascarpone in eine Schüssel. Die schlagen wir ebenfalls cremig. Und da kommt dann der Zucker dazu. Dann geben wir den Amaretto dazu und den Kaffee und verrühren das Ganze. Und jetzt kommt noch das zweite Päckchen Sahnesteif dazu. Die Mascarpone ist zwar schon fest genug, aber mit Sahnesteif wird sie noch ein kleines bisschen fester. Ja, so sieht er dann aus. So sieht sie dann aus, unsere Creme. Und da holen wir jetzt unsere Sahne, die wo wir aber in den Kühlschrank stellen müssen, bis wir sie brauchen. Die holen wir dann aus dem Kühlschrank und heben sie unter. Jetzt holen wir den Boden wieder. Hier habe ich ihn aufgerollt. Er ist nicht kleben geblieben, einwandfrei. Und den tränken wir jetzt mit dem Kaffee Amaretto Gemisch. Also richtig schön den ganzen Boden damit einpinseln. So sieht es dann aus. Jetzt wird die Creme auf dem Boden verteilt. Also einfach, nicht die ganze Creme, sondern so, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte der Creme bitte auf den Boden schmieren. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen was zum Einstreichen der Rolle und dann für die Tuffs. Also nimmt nicht die ganze Creme. Und jetzt einrollen, schön vorsichtig, aber diesmal ohne Geschirrtuch. So. Und zack, fertig. Ich habe jetzt hier eine Tortenplatte für meine Rolle geholt. Da habe ich sie draufgelegt. Ich habe lange überlegt, ob ich es auf der Tortenplatte einstreichen soll. Da habe ich gedacht, ja, magst du es. Man kann es ja wieder sauber machen. Jetzt holen wir uns die Creme wieder und streichen die Biskuitrolle komplett ein. Hinten habe ich dann das Ende abgeschnitten, weil sie doch ziemlich weit über die Platte hinausgeragt hat. Ja, wenn ihr sie eingestrichen habt, dann nehmt ihr ein kleines bisschen Kakao und siebt das über die Biskuitrolle. Also ich habe sie nicht komplett damit eingesiebt, weil ich mag das gar nicht so. Ein bisschen ist gut, aber zu viel, naja. Dann die restliche Creme habe ich einen Spritzbeutel gefüllt, da habe ich eine große Sterntülle darauf getan und dann werden kleine Tuffs auf die Biskuitrolle gespritzt. Das Problem ist nur, durch das, dass der Kakao da drauf ist, halten die nicht. Also da müsst ihr ein kleines bisschen mit den Fingern festhalten. Ich habe mich dann spontan für diese, jetzt habe ich es vergessen, wie sie heißen, für diese Kekse entschieden. Und die geben wir dann oben drauf. Das ist ein italienisches Gebäck, mir fällt das jetzt partout nicht ein. Amaretini! Jetzt! Ja, die geben wir oben drauf
Und dann ist unsere Biskuitrolle auch schon fertig. Ich habe dann auch noch zum Servieren auch noch das andere Ende abgeschnitten, was einfach nicht schön ausgeschaut hat. Ja. Stellt sie bitte noch, bevor ihr sie verzehrt, noch gute 2 Stunden in den Kühlschrank. Also sie sollte gut durchgekühlt sein, weil dann lässt sie sich auch sehr schön anschneiden. Ja, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!